Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der wunderschönen Karte Erlengrad im LS19 Alpin DLC zusammen. Bitte Philipp, einen wunderschönen. Meinst du? Ich hänge, warte. Bett frei. Ja, kommen wir gleich mal zu dem Thema. Wir haben ein bisschen weitergearbeitet. Ich bin hier schon fast fertig mit den Schwaden, weil ihr habt jetzt lange genug Schwaden gesehen. Deswegen haben wir ein bisschen weitergemacht. Ist sehe ja, ich rechts oben. Wir haben... Ja. Wir haben einen neuen Kuhstall und einen neuen Hoflader und einen Schafstall. Hat sich alles ausgegangen. Also, ihr seht, wir haben noch 8000. Ja, kann man sehen, wie wir nicht mehr ganz so viel. So, warte mal. Nee, da will ich nicht hin, da will ich hin. So, zwar kommen wir erstmal zu dem Teil. Das war jetzt eigentlich das, was wir als erstes geplant hatten, und zwar ein Schafstall. Ich habe auch noch ein bisschen dekoriert, Bäume und so weiter. Wir haben jetzt hier einen wunderschönen Schafstall mit ein paar Bäumchen. Hier habe ich ein bisschen angeglichen. Hier ist hier noch ein bisschen steiler geworden als vorher war, aber gut. Kann man nichts machen. Der steht halt eben jetzt hier, passt doch wunderbar hin, dann ist hier ein Lückenfüller. Da kommt schon das zweite neue Gerätschaft, ein wunderschöner Weidemann. Mir wird schlecht. Muni. So, warte. Ein wunderschöner Weidemann Elektro, es ist... Ja. Auftrag halt. Kann man sich... Warte mal ganz kurz, ich muss dir was zeigen. Oh, warte, ich muss noch was ausmachen. Ja. Wimmerst du vielleicht? Aufsteigen. Ajo. Wir können das Dach umeinander klappen. Also. Und warte, dann kann ich noch einsteigen, dann mache ich noch die hier weg. Zack. Ja, der hat auch mit Simplisieren können wir gut machen. Zack. Zack, warte, jetzt muss ich nochmal. Aussteigen, hat keiner gesehen. Das ist das Dach komplett weg. Mhm. Und der ist sautief und ich komme überall rein. Also wirklich überall. Warte mal, steht. Dein Kopf steht aber drüber, ne? Ach, war es jetzt nicht ein. Und der fährt 25 und hier geht's gut bergauf, also da kommt hier gut rauf. Und es ist ein Elektro, die Elektroladestelle. 8 PS. Die Elektroladestelle ist das Ding hier. Sieht für mich ein bisschen aus wie im Krankenhaus ein Desinfektionsspender oder wo man es halt überall gerade sieht. Pff, du. Hab ich gesagt. Oh Gott. Und hört euch das mal an, ne? Also ich kann den betanken, ja. Das Geräusch kennen wir von Wandash. Aber nicht von Elektro. Aber gut, dann haben wir das Thema. Kommen wir zum zweiten Teil, das ist das wunderschöne Ding hier. Und zwar habe ich unseren alten Kuhstall, beziehungsweise haben wir unseren alten Kuhstall verkauft und hier einen wunderschönen alpinen Kuhstall von Modhub hinplatziert, weil der einfach gefühlt besser hinpasst. Das Gelläub hier drin mache ich dann auch weg später. Ja, wir haben jetzt hier auch eine riesige Fläche, wo wir demnächst noch was hinplatzieren können, wenn wir noch neue Ställe etc. benötigen würden. Dann hier unten kommen dann Kühe rein. Flo, wir machen was auf. Keine drin. Ja. Das wäre. Wenn wir den hier draußen abstellen, ne? Ja. Das. Der schaut dann inwiefern so aus, damit das Dach oben zu ist, ne? Also. Ja. Wenn wir schon ein bisschen schauen. Es steht extra unter Blätterdach. Aber gut. Ich gehe jetzt sammeln. Jo. Ich gehe weiter. Schaden. Da ist er. Ich hoffe. Ja, doch, doch. Ich komme heute auf jeden Fall noch zum Sammeln auch. Also, ach ja, warte mal. Habe ich schon Hallo gesagt? Ja. Egal. Ich weiß. Ich glaube schon. Also, wenn ja jetzt. Ich bestimmt. Wenn er es nicht gesagt hat, dann sage ich jetzt nochmal Hallo. Servus. Oh Mann. Leute, ich brauchen wir Leute und gerade Bier bei uns groß. Ja. So, ich hoffe, das, ja, das habt ihr auch noch mitgekriegt in der letzten Folge. Unser Sojabohnen, unser wunderschönes Sojabohnenfeld ist reif geworden. Das heißt, da können wir uns demnächst auch wieder mit unserem guten alten Rosti-Mäh-Drescher ranschmeißen. Und ah ja, den wollten wir eigentlich kaufen. Da ne? Wieder runter. Du. Flo. Ja. Ich glaube, den wollten wir kaufen von dem Geld vom Ding, ne? Vom Stall dann halt den einen Stall noch dazu kaufen. Du, ich glaube, da ist nichts übrig geblieben. Du. Ja gut. Da war nie was. Da haben nie über den Drescher geredet. Nein. Ja gut, also. Ja, wir verkaufen ja einen guten Teil von dem Heu, was wir gemacht haben auch. Und, ja, aber ich würde mal sagen, vorerst schon wir Heu sammeln, weil. Ja. Das kann. Ja. Oder wo? Gute Beschreibung. Ja.
Ja, das ist jetzt meines Erachtens das Gras, soweit ich weiß. Das andere, die anderen zwei Wiesen am Hof sind heu, wenn ich mich da noch richtig erinnere. Das Schwara sieht auch schon wieder aus. Meine Herren, du. Dreckig spielt zum Leben, ne? So, wir sind jetzt eigentlich hier fertig. Ich hab diesmal dran gedacht, den unteren Teil auch mitzuwenden, mitzuschwaden. Die Wenden waren wir ja hier nicht unterwegs. So, wir fahren jetzt einmal zum Hof, waschen das Ganze gespannt und dann schnappe ich mir den Ladewagen und dann hebe ich den guten Philipp mal. Da drüben sieht man ihn schon. Ah, ich sehe mir nicht mehr jetzt diesen Spiegel und einen Balken im Weg. Jetzt sieht man, ne, jetzt sieht man ihn wieder. Ah, der ist auch gerade voll geworden. Ich komme hier oben, ne? Und ja, Philipp hat gerade Weihnachtssitz laufen. Während ich mich hier mit dem guten alten Popradio von LS verkühlen muss. Oh, ey, es gibt doch Weihnachtslieder, ne? Die sind Ding. Copyright frei? Ja. Echt jetzt? Okay, Jungs. Bis zum nächsten Mal hau ich da was drin, ja. Ja, ja. Also, soweit ich weiß schon. Ich guck da einfach mal nach. Wenn nicht, dann merke ich's. Ich glaub sogar viel. Das war ein super Übergang. Du hättest mich grad fliegen sollen, ey. Mit dem 50er in unser Silo rein, also in unser Multifruit-Silo rein, ne? Ja gut. Ich dachte, der kleine Sprungschanze drin. Eieiei. Also wenn ich sogar, sag, eine kleine, meine ich eine große. Oh, Bremsen. Oh. Steig um in dein MB-Truck. Ja, ich war schon. Daran kann man nachher auch. Ja, warte doch einmal. Ich hab's ja okay. Jetzt fliegt gerade die ganze Zeit rum. Hab ich schon weggelegt. Gut, also. Der muss schneller angehen, der Gang muss rein drinnen sein, bevor er ein ist und dann rauskrachen. Der Gang ist drin. Der Gang ist drin. So, jetzt müssen wir den Philipp folgen. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Oh, och nee. Mann, ich bin unter den Weg hier hoch, Junge. Ach so, da hinten. Ich hab dich gesehen. Das war knapp. So, du nimmst die Bahn hier rüber, die über mir ist. Die Bahn! Zieh. Du hast einen B-Truck, Alter. Mit 135 PS. Mein steckster Traktor, Junge. So, der wird das noch wohl schaffen, Junge. Jetzt beeil dich, wir müssen Heuer anfangen. Wir müssen noch dreschen. Es ist hoch, der Song. Wir haben Hof, so Junge, wir müssen uns schicker. Ja, das sag ich doch gerade die ganze Zeit. Ja. Ey. Oh nein. Das ist. Ah, okay, die geht hier so. Oh. Naja, geht so. Kommen wir da rum? Haben wir jetzt eigentlich den Aufbau gemietet oder gekauft? Soweit ich weiß, gekauft. Ey, ja, okay dann. Ja. Schön, dass wir auch im Winter bei uns, also in Real Life ist. Winter. Ja. Ich höre Weihnachtssongs und wir sammeln neu. Irgendwer kann ja nicht so richtig stimmen, ne? Na gut. Ja. Es geht voran. Wenn auch mit 5 km/h arbeitet, geht voran. Das ist auf der Plus 5 fahrst. Ich fahre mit 20 lang. Ja, ich muss mich gerade in den Berg hochkämpfen. Bin da mit Schwung rein. Ich bin voll. Oh. Du bist da vorne erst. Ja, ich sehe gerade mit 7 km/h und Allrad hoch. Oh! Oh! Ich mach mal ja, die vordere Lenkung. Kann jetzt nicht schwach, ne? Kollege. Irgendwas stimmt ja nicht. Ich bin drüber! Ich geb dir einen kleinen Tipp, ne? Mhm. Und nicht mit 40 volle Möhre auf die Rampe zu, weil du fliegst drüber. Was ist das denn? Ah, ne? Ich bin da gerade ein 50er, das ist viel rein, ne? Ich bin einfach volle Möhre drüber geflogen. Eieiei. Jo. Ah, jetzt liegt wieder an die Sonne wieder. Keine Ahnung, was da war. Geh mal ein bisschen Innenansicht. Ah, jetzt wird's ja wieder so heftig grell. Ich muss sagen, das finde ich tatsächlich nicht ganz so schön, dass es so hell wird dann. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja dann hoffentlich bald noch irgendwann ein Update. Na Junge, ich sehe die Schwarte halt kaum, ne? Also. Aber das liegt dann nicht, also das liegt dann nicht an den Traktor. Nee. Sondern an der Map. Nee, das ist bei den anderen auch so, habe ich gemerkt. Ja, du hast ja einen Mod. Traktor. Ja, ich meine bei den anderen Karten. Also im kompletten Spiel an sich ist es. Und mit denen an sich heller geworden. Echt? Ja. Mir ist noch nicht so wirklich angefangen.
Fall. So, wo waren die vorne angekommen? Da vorne. Bist du voll? Nee. Noch nicht, aber gleich. Oder bald. Nimmst du meine, ne? Ja. Aber du kannst ja gleich übernehmen, ich hab 70% drin. Ja, einfach den hier bei dir. Oder das. Wie schnell warst du? 19 momentan. Ah, ich bin auch bald voll, ne? 87. Ah ja. Und noch ganz kurz, dann können wir zusammen abfahren. Mhm. 50%. Oh, ich bin voll. Ich hab 70, Moment, ich hab 70. Ich fahre dir hinterher. Ich hab 80. 90. Oh. Bleib mal liegen, ich kann den nicht aufsammeln. Ich bin voll. Okay, ab geht's. Wer schnell war schon du? 43. Hey, ich fall mit 43 hoch, ne? Das wollte ich jetzt mal sagen. Voll ich mir. Jo, ich bin hinter dir. Ich klebe an deinem Arsch. Sondern der ist. Alter. Ich war vielleicht schon untersprungen auf der Bremse, ne? Passen wir da nebeneinander hin, ja. Ja, ja, das war doch geil. Ich hab seitdem, also ich bin kurz vorher, bin ich voll auf der Eisen gewesen. Ich bin voll über drüber geklappt, du hättest gesehen. Ja. Ich habe Augenzeug, Bremsen gehen in der Luft nicht. Warum? Komisch. Oh Mann. Ja. So, wir können fahren. Ich hänge mit der Pickup fest. Oh nein. Warte, mit Schmack ist das geht. Ach, geht doch. Gut so holper, aber ich will gar nicht. Allrad drin. Wir müssen uns beeilen, Bubi. Jo, ich bin einfach weg, du. Ich hab die Bodenunebenheit jetzt auch rausgemacht, das heißt, wenn wir auch Vollgas drüber fahren können, ohne dass wir um die Gegend fliegen. Oh, sie ist coming, Tutor. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, voll bedarf. So. Kannst gleich gern vorfahren zu meiner alten Bahn. Ja. Ich nehm grad deine alte Bahn. Nee, also meine mal. Ganz, ganz alte Bahn. Du nimmst. Deine alte Bahn, nee, zum Beispiel meine alte Bahn, die ich mit deiner AIP informiert. Ne, fang hier neu an, ich stehe schon dran, oder warte mal. Bin ich schon drauf. Ja, da vorne muss ich nochmal eine Vorgewende mitnehmen. Brech gerade. Ah ne, einmal Vorgewende gibt's noch so halb. So halb, ja okay, komm. Ah da. Hab's gefunden. Hauptsache ich hab selber geschwartet und weiß nicht, wie ich es geschwartet hab. Lol. Kannst du unterm Fahren klatschen, das geht ja. Hier hört die Schlauch wieder auf, perfekt. Lol. Wer hat nochmal geschwartet? Du? Nein. Wird voll. Achso, du hast bloß 12.000 Liter Platz, ne? Fahr doch mal wieder, ne? Hat die Colli? Oh. Die haben Colli. Ich bin da, haben die. Okay, haben wir das auch geklärt? Oh. Der Zaun-Colli, ja, ne? Ja. Ich drifte hier ein bisschen, ne? ich hab's leicht gesehen. Du hast da ein bisschen was rumgedriftet gesehen. Ich hab den Deutsch geschraubt, Steuer geschraubt. Jetzt hat er den Steuer mit Deutsch beleidigt. Jetzt geht's los. Hauptsache, ich habe ihn geschrammt. Er hat außerdem mich versprochen, das ist schlimmer. Oh nee, nee Jungs, nee. Alles sind tolle Traktoren. Okay? Bitte auf Deutsch lassen. Alles sind tolle Traktoren. Warte mal, ich glaube, da gibt es noch zwei Ausnahmen. Zwei Ausnahmen? Oh, jetzt wirst du Hate bekommen. Jetzt wirst du Hate bekommen, Flo. Nee, ich kriege ja keinen Hate, das hat ja du gesagt. Ich meine, jetzt wird Hate in die Kommentare kommen. Ach so. Es gibt nur tolle Traktoren, bis auf zwei Ausnahmen. Fendt
und Deutsch. Ich glaube, du hast genau zwei Leute von unserem Zuschauerkreis ein bisschen hart getroffen. Zwei? Oder ein bisschen mehr als zwei. Eine. Also, ja. Wie viel hast du jetzt? Ne, wir haben zwei, also einen, der, ich vermute mal, dass er Deutsch mag, weil er jetzt ein Profilbild in Deutsch hat. Also es ist, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Die Seite. Also, ich würde es mal auf Deutsch aussprechen, oder denke ich mal heißt so, wenn nicht, dann korrigiere ich uns gerne in die Kommentare. Und natürlich kriege ich wieder Felix, ne? Die zwei. Ansonsten muss ich sagen, weiß ich jetzt gar nicht. In der Schule werde ich mir was anhören dürfen. An alle, die das Video sehen. So. Ah, ich hab. Ich bin gerade schon Bahnen, ne? Also. Ja, ich kann wieder einen Berg hochgehen. Ich hab. Ich komm schieben! Bin schon wieder verschwollen. Ich schaff's mit 5 km/h, Alter, dann sperren alles drin. Oh. Warte, ich komm. Oh. Ja. Haben wir vielleicht die gleiche Fahrt? Warte, ich komm schieben. Leg ein! Jo! 10 km/h! Oh, ich habe verdammt mein Pedal weggeschoben. Eieiei. Jo, ich bin oben. Oh, warte, jetzt muss ich kurz auf Taste drücken, sonst muss ich wieder von mir wegfahren, so. Alter, es hat gerade ultra geleckt bei mir. Hm? Es hat gerade bei mir ultra geleckt. Genau in diesem. Jetzt nehmen wir schon wieder die gleiche Bahn! Ich werde nicht mehr! Bist du voll, ja, oder? Ich werde dich nicht zum Hof fahren. Jo! Alter. Ich muss den nächsten am Baum platzieren. Ich bin auch voll. Nein! Bin schon wieder drüber. Wenn er mit Schu und beim Silo angleicht, damit ich noch was runterschießen kann. Eieieiei. Ich bin auch da. Pass ich da rein, ja, ne? Schick Platz gemacht. Als hänge ich schon wieder mit der Pickup. Nee, geht. Hallo. Hast du mir weggeschoben? Ja, damit du von der Pickup wieder weg. Ich schieße wieder hoch, wo ich reingekommen bin, ne? Also, ich wollte zurückgesagt haben. Ich glaub, dafür da? Ja, ne? Ja. Dafür haben wir den Lindner Unitrack gekauft, ja. Der hat eine gute Federung. Und runterschießen. Und jetzt schmeiß ich es auch da. Boah, ne, geht aber minimal auf der Federung. Ach, hier ist bei der Bahn. Toll, jetzt hat er da so ein Mini Fritzeller stehen lassen, ne? Oh nee. Das muss ich halt dann auch noch lohnt aufzusammeln. Aber halt dann riesen Zeit raubt. Es kann gut sein, dass ich da voll fahre. Wenn es da vorne. Ja, wenn es da vorne ist, dann war ich da voll. Das kann ich dann schlecht mitnehmen. Oder da vorne dürfte ich Schuh schaffen, dann nehme ich hier vorne mal wieder eine Bahn. Oh, Brems. So. Was war das? Das hat nicht gesund ausgeschaut. Muss ich mir hinterher nach dem Schnitt nochmal genauer gucken, aber was war denn das? Meine Pickup ist einfach nach hinten gegangen, hat den MP-Track hinten hochgehoben und dann auf Zeit geschoben. Gut. Ich frag da folge dir. Nichts gewonnen. Bin gespannt, ob dann nochmal passiert. Du. Ich muss bis zum nächsten Mal echt mal gucken, ob es copyright-freie Weihnachtsmusik gibt. Toll, ich habe wieder so Fizzeler. Mal habe ich diese Fizzeler stehen lassen. Ha.
Aber hier geht's halt wirklich teilweise senkrecht runter hier vorne. Mhm. Aber wir sehen auch in der Schütze, ne? Im nahen Berg. Sehr, sehr nahen Berg. Aber ich finde schade, damit zu der Ski. Wie nennt man den Teil nochmal? Das ist keine Tasche. Skigebiet? Nee, dieses. Diese. Ist das eine Bergstation? Skilift? Ja, diese. Ja, dieses große Gebäude halt oben auf dem Berg oben, da man da nicht hin kann. Alter, war schon. Das ist ein Berg. Kürte. Also so Essen halt. Ja, ja, da fährt glaube ich, ist da, wo der Skilift dann reinfällt, wo man dann aussteigen kann. Soweit ich mich dann nur ans Skifahren letztes Jahr erinnern kann. Oder was heißt letztes Jahr? Dieses Jahr anfangen. Da ging der ja noch. Oh Mann. Das da. Ist das nicht. Das ist doch Bergwacht und dieser Skilift. Ja, ja, das zusammen halt. Ich weiß nicht, was der Giant Stick machen wollte. Hm? Ich weiß nicht, was Giants da. Ja, für ihre Ding machen wollte. Hm. Bist du gerade beim Abladen? Nee, oder? Nee, ich war gerade beim Abladen. Oh. Kann vielleicht sein, dass der Steuer noch läuft. Och, Flo. Oh, warte mal. Schau mal vielleicht nochmal in den Weidemann rein. Vielleicht läuft der noch. Bei dem könnten wir es ja verstehen, aber dem Steier. Und läuft er noch? Flo? Nee, ich bin gerade eingestiegen, hab wehgedrückt, ich musste den Motor starten. Also er ist aus. Aber nochmal zu dem Thema Greta, ich glaube, die ist ja gerade überhaupt nicht mehr im Dings, auf jeden Fall höre ich von der nichts mehr. Hoffentlich wird es auch nicht mehr kommen, also ich mag. Ja. Die wurde schon auf Zeit geschoben. In die Besenkammer gestellt. Oh. Oh, herrlich. Hm? Warte mal, wo waren die? Ich habe nicht viel Politisches mitbekommen, aber das schon. Ja. Wenn man was mitkriegt. Du musst hier vorne ran, ne? Ich bin fast voll. Okay, warte. Dann dreh ich nochmal. Mit Schwung. Oh. Wo ist er jetzt noch? Ah, der ist schon voll. Bin schon weg. Aber das ist das Ende. Gott! Bin wieder drüber geschossen. Wenn ich ein bisschen einen besseren Blickwinkel gehabt hätte, hätte ich sogar gesehen. Bin aber, ey, wo bin denn ich gerade gegengeschaut? Whiteboard. Ich bin gerade mit 50 Flo. Mhm. Du kennst doch an unserem Silo hinten zufällig das Ding, oder? Die Laterne. Ja. Also die Laterne vielleicht. Die ist vielleicht verboten. Oh. Oder ja. Sind jetzt unten oder oben? Egal. Wo wär denn jetzt noch? Ja, da drüben. Okay, keine Fragen fragen. Komme! Mit 30 km/h. Ach, jetzt geht es ganz gut. Bremsen! Also irgendwie war der Ladewagen vorhin gerade kaputt, deswegen hast du B-Drag wahrscheinlich auch nicht so gut gepackt. Weil irgendwie, ich konnte V-Drücken wieder verrückt, aber die Pickup ist nicht hoch und nicht runtergegangen. Kuppeln und wieder ankuppeln. Das ist keine Ahnung, das ist bei mir gleich mal aufgewiesen. Ja, ich habe jetzt gerade einmal mal mit G, einmal Traktorgewicht ausgewählt und dann wieder Ladewagen, dann ging's wieder. Du. Ich komm. Gleich mich von hinten an mit 2 km/h. Ich seh dich da. Ja. So. Haben wir jetzt noch? Ne, wir haben noch 3 Bahnen. Hier, 5. 11? 4,5. 4 und zum Pippele. Ja, das ist gut. Kann aber sein, dass du mal reparieren brauchst, den Ladewagen.
Kuh ich mir doch gleich hauen. So. Voll bist du. 61%, ich glaube, das kriegen wir noch mit. Die Wiese machen wir noch mal. Warte mal. Warte, nicht die Folge auch zu Ende. So, oder ne? Gefühliger, ne? Falls du das nicht mehr mitbekommst, aber jetzt ich nochmal holen. So. Ja doch, das geht. Könnte gehen. Könnte aber auch nicht gehen. Ja, wenn jetzt zur Viehzelle Flaggen bleibt, dann bleibst du für ihn. Heu wird nicht angenommen, was? Oh, ist voll. Wenn ja, dann haben wir ein kleines, aber feines. Ja, okay, Problem. Dann müssen wir halt jetzt nur verkaufen fahren. Oder halt einmal ein paar Freunde verkaufen fahren, aber ja. Oh, ich krieg alles mit. Das ist natürlich auch wunderbar, ne? So, ich fahr jetzt das Häufchen nochmal abladen. Hallo. Aber wir sind mit der heutigen Folge auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen mehr, ein Träumchen kostet euch auch keinen Cent. Unten den roten Knopf. Graufe empfassen, wenn nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Ehrengrad. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Rolling the dice, praying.